Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weinviertel Wifzack. Oder grüß euch, wie man auf gut Weinviertlerisch sagt. Mein Name ist Alex und wir befinden uns heute hier im Museumsdorf Niedersulz und werden uns mit Bräuchen im Weinviertel beschäftigen. Wir werden ein bisschen was über den Kirtag hören und was es mit ihm auf sich hat, dann über das Ratschen und auch das Stritzelboschen als typischen Brauch im Weinviertel. Für heute habe ich mir drei Fragen notiert, die wir am Ende dann gemeinsam beantworten werden. Frage Nummer 1: Was passiert auf einem Kirtag? Frage Nummer 2: Was genau ist Stritzelboschen? Und Frage Nummer 3: Warum wird zu Ostern mit Ratschen durch die Straßen gegangen? Dazu haben wir uns auch wieder eine Expertin eingeladen, die uns etwas über die Bräuche im Weinviertel, besonders über den Kirtag, erzählen wird. Und ich werde jetzt gleich schauen, wo im Museumsdorf sie sich befindet. Ja, hallo! Ja, hallo, da bist du ja schon. Hallo, bitte setz dich hin. Wir reden ja heute über Bräuche im Weinviertel und befinden uns hier im Museumsdorf Niedersulz. Besonders wollen wir uns mit dem Kirtag beschäftigen. Was hat es mit dem Kirtag so auf sich? Ja, Kirtag war ein zweitägiges Fest am Sonntag und Montag, wo es hauptsächlich um Essen und Trinken und Tanzen gegangen ist. Aber eigentlich war das ein kirchliches Fest. Also der Kirtag hat kirchlichen Ursprung. Genau, das war das Kirchweihfest an dem Tag oder in der Nähe von dem Tag, wo die Kirche eben auf den Namenspatron geweiht worden ist. Und da hat die ganze Dorfgemeinschaft gemeinsam gefeiert oder wie kann ich mir den Kirtag vorstellen, beziehungsweise wo hat der stattgefunden? Organisiert haben das die Burschen, also die 18-Jährigen, die in dem Jahrgang dann zum Militär gekommen sind. Teilgenommen hat das ganze Dorf, ja, und es hat am zentralen Dorfplatz stattgefunden. Entweder am Tanzschupfen oder Einkehrschupfen. Da war eine Bühne aufgebaut für die Musik und dort hat sich das alles, das Tanzen und Essen und Trinken, abgespielt. Und weil wir hier im Museumsdorf sind, nehme ich an, es gibt hier auch so einen Dorfplatz, oder? Ja, wir haben am Dorfplatz den Tanz- und Einkehrschupfen vom Schwarzen Adler in Hohenruppersdorf stehen. Können wir uns den anschauen? Ja, gehen wir hin. Also das sieht ja jetzt schon irgendwie nach Dorfplatz aus. Ja, wir sind am zentralen Dorfplatz und haben da unseren Tanz- und Einkehrschupfen mit der Bühne, der Bi, wo die Musik auch steht. Früher hat man die dann oft auf einen Leiterwagen auch raufgestellt, ja, dass der ein bisschen erhöht ist und der Bühne ist schön geschmückt gewesen, genau. Und daneben sieht man jetzt den Bretterboden, den braucht man natürlich zum Tanzen. Ja. Und war das eine spezielle Musik oder welche Musik hat da gespielt? Gibt es da eine Musikgruppe, die immer und überall gespielt hat oder waren das verschiedene? Ja, also die Musik war fast das Wichtigste am Kirtag, und die hat man auch wirklich monatelang vorher sozusagen verpflichten müssen und mal schauen müssen, dass die Zeit gehabt hat. Und da hat es eben sehr beliebte Musikgruppen gegeben und am Nachmittag hat da eher Blasmusik, also Blechmurdel, gespielt. Und am Abend war dann verstärkt eher Geigenmusik, also so ein bisschen ins Romantische hinein. Weil der Kirtag war ja auch die Gelegenheit, dass sich die Jugend kennenlernt und man sogar vielleicht den zukünftigen Ehepartner, Ehepartnerin kennenlernt. Das heißt, so ein Kirtag war eigentlich für viele Dinge gut, zum Kennenlernen, zum Spaß haben, zum Miteinander essen, trinken, tanzen gehen. Also ein richtiges Fest der Gemeinschaft. Genau, ein Fest fürs ganze Dorf. Und dieser Kirtagsschupfen, den hat es in jedem Ort gegeben oder war das in jedem Ort gleich oder wird der Kirtag, gibt es da für jeden Ort einen anderen Brauch oder Bräuche? Also der grundsätzliche Ablauf vom Kirtag und dass das Sonntag und Montag war, das war schon sehr ähnlich, aber es hat auch wieder Unterschiede gegeben. Es hat jetzt auch nicht jedes Dorf vielleicht so einen Dorfwirtshaus, so einen großen Einkehrschupfen gehabt. Manche haben vielleicht ein bisschen einen kleineren gehabt oder gar, wenn gar kein Schupfen war, dann ist eben die Bühne, die EB, aufgebaut worden oder eben der Leiterwagen. Und man hat dann manchmal vielleicht noch so eine Tanzhütte aufgestellt, die ist dann auch mit Laub geschmückt worden und Bändern geschmückt worden. Und was auch beim Kirtag wichtig war, sozusagen der Tanzbaum, der Kirtagsbaum. Der ist auch schon am Samstag aufgestellt worden. Das kann man sich vorstellen, ein bisschen wie ein Maibaum, auch mit Bändern geschmückt. Und das hat sozusagen, war dann der Zeichen, jetzt ist Kirtag. Also quasi hat den Mittelpunkt gebildet und rundherum ist der Kirtag gefeiert worden. Hat sich alles abgespielt, genau. Hat man jetzt nur getanzt, gegessen und getrunken oder gibt es noch andere Sachen,
Bräuche rund um einen Kirtag? Na, ganz wichtig beim Kirtag war auch das Kegelscheiben. Und zwar kommt das von Schieben, man hat die Kugel geschoben und darum heißt das Kegelscheiben. Das hat am Samstagnachmittag oder eher Abend stattgefunden, am Sonntag dann, das ist oft bis am Dienstag gegangen, bis dann der Preis verlost worden ist. Und was war so der Preis beim Kegelscheiben? Ja, da hat es wieder auch Unterschiede gegeben von Dorf zu Dorf. Beim Bockscheiben war das ein Schafbock oder Ziegenbock. Manchmal ist Ferkel verlost worden. Und beim Schnurscheiben, da stehen drei Kegel in einer Reihe. Und der Gewinner, der bekommt dann Maschen, also das waren wirklich Stoffmaschen mit langen Bändern, wo auch Geld eingenäht worden ist vorher schon. Habt ihr hier im Museumsdorf auch so eine historische Kegelbahn? Ja, am Dorfplatz beim Wirtshaus, wie sich's gehört, haben wir auch eine Kegelbahn. Und du darfst das auch gerne ausprobieren, weil gekegelt haben ja nur die Männer früher. Ja, dann probieren wir's aus. Ja, schauen wir hin. Ah, ich sehe, du hast schon eine Kugel. Also wie funktioniert das Kegeln jetzt? Ja, also ich habe dir jetzt einmal drei Kegel aufgestellt. Also das Schnurscheiben heißt das, wenn drei Kegel hintereinander stehen. Und natürlich, du gewinnst, wenn du alle drei mit einer Kugel sozusagen umwirfst. Ja. Also das haben früher die Kegelbuben, die Buben des Dorfes haben das gemacht, die Kegel immer wieder aufgestellt und haben sich da immer kleines Taschengeld verdient. Und dann gibt es bei der Kegelbahn so eine schräge Rinne, wo sie die Kugel eben dann wieder zurücklaufen haben lassen, dass man nicht immer hin und her rennen muss. Das heißt, ich versuche sie umzuwerfen und du stellst sie mir wieder auf? Ja, ich mache einen Kegelbäum. Juhu, alle drei und das gleich beim ersten Mal. Ja! Liebe Veronika, die Kugel zurück, vielen Dank, das hat jetzt einen Riesenspaß gemacht. Das freut mich, ja. Es hat ja aber abseits vom Kegeln auch noch andere Unterhaltung gegeben am Kirtag. Also zum Beispiel Ringelspiel oder Schießbuden. Da haben dann die Burschen für ihre angebeteten Mädchen eine Kleinigkeit geschossen. Zum Beispiel Papierblumen. Und das Mädchen, das die meisten Papierblumen dann am Ende des Kirtags gehabt hat, war anscheinend das beliebteste Mädchen. Also ein Kirtag war immer Spaß für Groß und Klein und eigentlich für alle. Ja, eigentlich wirklich fürs ganze Dorf, für alle Altersgruppen war das ja einer der wichtigsten Termine im ganzen Jahr. Dann sage ich danke für deine Erklärungen und deine Beschreibungen, wie so ein Kirtag im Mainviertel abläuft. Und sehr gerne. Freue mich sehr, wenn wir oder wenn ich den nächsten Kirtag im Mainviertel besuchen kann. Ja, vielleicht sehen wir uns dann dort und wagen ein Tänzchen miteinander. Das können wir machen. Tschüss. Tschüss. Nachdem wir jetzt gehört haben, was es mit dem Mainviertler Kirtag so auf sich hat, schauen wir weiter zum traditionellen Stritzelburschen. Und dazu besuchen wir gleich ein Wirtshaus. Heute haben wir den 31. Oktober, den Tag vor Allerheiligen. Oder bei vielen wird Halloween gefeiert, außer im nordöstlichen Weinviertel. Dort gibt es einen ganz alten Brauch, den es eigentlich nur hier gibt, das Stritzelboschen oder Stritzelbaschen, je nachdem, wie es ausgesprochen wird. Und zwar treffen sich ein paar Leute und würfeln, deswegen habe ich die drei Würfeln hier, um Stritzeln. Und zwar machen sie das zum Spaß und es kommt eigentlich von einem alten Brauch. Und zwar wurden früher vom Taufpaten, dem Taufkind, am Vorabend des Allerheiligenfestes ein Stritzel geschenkt. Das ist bei uns so üblich. Und irgendwann hat sich die Tradition herausentwickelt, dass man sich einfach trifft und um diese Stritzeln würfelt. Das funktioniert ganz einfach. Man würfelt einfach und zählt dann die Zahl, die gewürfelt wurde, zusammen. Und je nachdem, wie es ausgemacht ist, denn in diesem Spiel gibt es eigentlich keine einheitlichen Regeln für alle, sondern jeder Tisch, jede Gruppe macht sich das untereinander aus, welche Regeln es gibt. Zum Beispiel kann der gewinnen, der die meisten Punkte hat oder die wenigsten Punkte hat oder jemand aus der Mitte. Das kann man sich ganz frei ausmachen, je nachdem, wie man das will. Ganz gefürchtet ist, wenn man das würfelt, und zwar drei Sechser, das ist dann ein sogenannter Bosch oder Basch, je nachdem. Es gibt auch einen Einserbasch, Zweierbasch, Dreierbasch, aber gefürchtet ist der Sechserbasch. Da kann man sich zum Beispiel in den Regeln ausmachen, dass die Erwachsenen zusammen anstoßen und die Kinder eventuell muss jemand eine Runde laufen oder vielleicht ein Glas Traubensaft austrinken. Je nachdem, da ist der Kreativität, sind da keine Grenzen gesetzt. Man ist völlig frei, sich das auszumachen. Und wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns jetzt gemeinsam gleich live an. Oh.
Und jetzt schauen wir uns etwas Besonderes an, und zwar gehen wir zu Ernst Riebisch. Er ist einer der letzten Ratschenbauer im Weinviertel und er wird uns zeigen, was es mit dem Brauchtum des Ratschens auf sich hat. Servus Ernst. Ja, hallo. Schön, dass wir heute bei dir zu Gast sein dürfen. Du bist ja einer der letzten Ratschenbauer im Weinviertel und ja. Ratschen sind ja was Besonderes. Was hat es mit den Ratschen auf sich? Die Ratschen, da gingen die Ratschenbuben, Ratschenmädchen heutzutage auch schon, ja, gingen von Gründonnerstag bis vor Samstag und rufen die Leute auf zum Gebet. Okay, also du bist jetzt gerade beim Zusammenbauen einer Ratschen. Wie schaut das dann fertig aus? Wie das fertig ausschaut, zeige ich das. Da gibt es eine Leier, ja. Da gibt man die Teile da hinein, schraubt es zusammen und dann kommt die fertige Handratsche raus. Die klingt auch. Kannst du das auch mal probieren? Ja, probier mal. Das heißt, man dreht es und macht Lärm. Ja, genau. Umso lauter, umso besser. Na dann, ratschen wir zu zweit. Aber ich sehe, du hast ja noch andere Modelle von so Ratschen. Das sind die Handratschen, für die kleineren. Das ist unser typischer Schubkornratschen, ja. Mit zwei Rädern. Und zwei Griffen. Also ja. Schubkarre, weil ich es halt benutze wie eine... Wie eine Schubkarre oder wie eine Schleifdrohe. Ja, die macht ganz schön Lärm. Ja. Da gibt es aber noch lautere. Okay. Da, ich habe da zum Beispiel andere Modelle auch noch, ja, wie das. Die werden sicher die Kinder auch kennen, die Ministranten zumindest, ja. Den Klopfer. Mhm. Der wird dann in der Kirche verwendet. Ja. Genau. Dann haben wir die Kurbelratschen. Die wird umgehängt. Also die benutzt man halt dann quasi so. Ja. Oder eine bisschen größere Handratsche für die größeren Kinder schon, die wo schon mehr Kraft haben. Aber ich stelle mir das jetzt ziemlich anstrengend vor, wenn man das die ganze Zeit... Das ist wirklich anstrengend. Das ist besser, ist mit der Schubkornratsche vorn, mit den zwei Rädern ist das viel besser. Ja. Dann habe ich eine Brett. Ratsche, die wird auch umgehängt, ja, und man ratscht. Das heißt, durch diese Hölzer wird der Lärm gemacht. Bei dieser großen Kastenratsche oder Turmratsche, was man hat, die stellt man nämlich auf dem Kirchenturm auf, trocken man auf, dafür ist es eben so hoch und so schmal und ratscht genauso vor den Kirchenturm, ja. Das heißt, wenn die Glocken am Turm, die normalerweise läuten, schweigen, weil sie ja in Rom sind oder weggeflogen sind, ja. Dann kommen die zum Einsatz. Ja, genau. Da habe ich jetzt noch eine Ratsche, die was man früher getragen hat, von Haus zu Haus, Bauernhof zu Bauernhof, früher, weil man mit den Schubkornratschen nicht gehen hat können. Jetzt hat man sich die Ratschen umgehängt, ja, so, und ist von Haus zu Haus gegangen. Dort hat man die Ratschen abgestellt, ja, und hat geratscht und den Spruch auch jedes Mal aufgesagt. Also, man konnte deswegen früher nicht gehen, weil die Straßen ja nicht wie heute asphaltiert und sauber waren. Dann wäre ich jetzt mal mit meinen zwei Ratscherkindern ausprobieren, wie das auf der Straße funktioniert. Ja, könnt ihr ausprobieren. Puh, das war ein ereignisreicher Tag. Vom Kirtag über Striezelboschen bis zum Ratschen haben wir wieder einiges über das Weinviertel kennengelernt. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut euch einfach die nächste Folge vom Weinviertel-Wiffzack an. Bis bald! Nun erinnern wir uns zurück an Frage 1. Was passiert auf einem Kirtag? Der Kirtag ist ein Hochfest im Weinviertel. Er erinnert an den Weihetag der Kirche. Viele Leute freuen sich das ganze Jahr über darauf.
Es gibt Musik, Tanz, viele Bräuche, Schießbude, Ringelspiel, das Kirtagskegeln und natürlich viel Essen und Trinken. Nun zur Frage 2. Was genau ist Stritzelburschen? Das ist was typisch Weinviertlerisches. Am Vorabend von Allerheiligen, am 31. Oktober, wird in Wirtshäusern um Stritzel geburscht, also gespielt und gewürfelt. Wie viel Spaß das macht, das habt ihr ja vorher selbst gesehen. Frage Nummer 3. Warum genau wird mit Ratschen durch die Straßen gegangen? Das Ratschen hat mit dem katholischen Glauben zu tun. Wenn vor Ostern die Glocken symbolisch nach Rom fliegen, dann rufen Kinder und Jugendliche mit ihren lauten, knarrenden Ratschen die Gläubigen zum Gebet auf. Eine Weinviertler-Besonderheit ist die sogenannte Schubkarrenratsche. Nun wisst ihr, was es mit diesen typischen Bräuchen bei uns im Weinviertel so auf sich hat. Und werdet so selbst zum Weinviertel-Wichser. Seid einfach beim nächsten Mal wieder dabei. Viert euch, euer Weinviertel-Wichser.